Ja, das war super beim letzten Mal. Super. Ich habe gewonnen. Wo ist denn Daniel? Ich verstehe das jetzt nicht. Wenn Daniel raus ist, dann... Ich kann ihn ja nicht davon abhalten, aber ich finde das irgendwie merkwürdig. Aber dann werden wir jetzt noch mal ein Rennen mit Mauritius fahren. Also, wenn wir jetzt noch mal die ganzen Skills rausholen. Mit Mario. Was könnte wohl besser dazu passen als die Mario-Piste? Mist! Regenbogen-Boulevard, ich glaube, diese Bahn mag er. Und es gibt viele, die diese Bahn nicht mögen. Und vielleicht interessiert es euch, ist der... Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er auch gefällt. Und er selber war wirklich runtergefallen. Ja, er ist schneller wegen den Münzen. Und wahrscheinlich auch wegen dem Set. Ne, was er hat. Boah. Ja, ich hab den Fallschirm genau den gleichen, nur ich hab jetzt mal. Alter, es kann nicht dein Ernst sein, dein fucking Ernst. Ja, und was ich im Chat geschrieben hab, das stimmt. Das ist jetzt mein letztes Rennen für heute. Morgen kann ich ja noch mal spielen. Vielleicht auch aufnehmen, aber ich glaube, für heute reicht es. Außerdem ist Daniel rausgegangen. Und eigentlich wollte ich das als Dreieprojekt. Also erstmal diese Parts mit Daniel aufnehmen, aber wenn er meint, rauszugehen, ich kann ihn nicht davon. Ach, das war schon die dritte Runde. Ich kann ihn nicht davon abhalten, aber naja, schon, ja. Ihr könnt ja gleich mal sehen, nach den drei Rennens, auf welchem Platz ich stehe. Und ja, ich habe einen Stern. Oh.
Oh, ich glaube, ich bin schneller mit meinem Kart. Ja, ich lasse ihn ein bisschen Vorsprung. Ich werde natürlich noch andere Cups aufmachen. Das, weil nicht jeder möchte wahrscheinlich mit mir nur mit Pilzen spielen. So. Der zweite Sieg. Junge. Let's go. Los, DJ, leg die Platte auf. Ich bin gerade voll gut. Drei, zwei, eins, din, din, din. Mit diesem Set, also aus den, ich glaube, Gummirädern oder wie die hießen. Und Marios, was weiß ich, witzig, du bist echt witzig. Ist der wirklich ihm gerade runtergefallen? Mit diesem Set-Teil, also Set, kann man gut driften. Puh, aber man ist schwer. Und mit Cooper hätte ich es vielleicht geschafft. Und mit meinem Superset, was unbesiegbar ist. Aber man muss auch mal ein bisschen Risky Frisky spielen. Sonst wird es irgendwann langweilig. Also ihr müsst mir einfach nur sagen, wann der in der fucking 7. Ihr müsst mir einfach nur sagen, wann ihr spielen wollt
Und also wann? Welche Uhrzeit? Boah, nein, nein, so knapp. Oh, er holt auf. Nein! Was mache ich denn? Was mache ich? Oh. Nein, nein, der hatte fucking 7. Alter. Nein, nein. Und ich fahre noch nicht mal über die Ziellinie. Das lag nur am Runterfallen. Wäre ich nicht runtergefallen, hätte ich gewonnen. Sorry, Mario. Oh, so dumm. So dumm. So unglaublich dumm. Kann nur ich sein. Wenn ich aber dieses Rennen gesch. Ich will ja unbedingt Daisys Dampfer spielen. Dann spielen wir Daisys Dampfer. Ich wäre schon wieder danach. Ich habe Daisys Dampfer genommen und ich bin fair. Ich bin ein fairer Sportsmann. Hey, wir beide machen Fehlstart. Machen also. Ist es ja nicht, aber. Ich kann mit diesem Set nicht umgehen. Ich hab der fucking 7. Und ich hab noch meine 3 Pilz. Also, das heißt 10er Pilz. Ah, oh Mann, was mache ich denn? Ich bin echt so dödel. Ich bin echt so ein Dödel. Und der Typ erst recht. Entweder hat der schlechtes Internet. Jupp, er hat schlechtes Internet. Aber wenn wir gerade da wie sind, können wir mal gucken, wer auf dem ersten Platz ist. Und wie nicht zu erwarten, bin ich es. Also, ich würde sagen, Respekt. Also, das war's mit deinem. Moment mal. Also, nee. Also, das war's mit einem Superpart von Mario Kart 7. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen hoch. Und das war's. Mit diesem Yoshi darf ich euch für diesen Tag Ciao sagen und Ciao.